Mitte Juni 2016 hielt im Berliner Bahnhof Friedrichstraße der erste Zug der Baureihe Link, der die Zulassung zur Fahrt nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland erhalten hatte. Produzent des Dieseltriebzugs ist die polnische Firma PESA aus Bydgoszcz. Ich denke, das ist ein Zeichen der Zeit. Die Kosten müssen gedeckelt werden bei guter Qualität. Dieses Verhältnis muss man einpegeln. Es ist nicht nur der Preis allein, dann hätten wir sicher chinesische Fahrzeuge. Es geht um die Verbindung von Qualität und Preis, um vernünftige Preise. Dieses Bewusstsein muss man haben. Es kommt die Zeit für mittelgroße Produzenten, nicht für die Großen mit ihren hohen Grundkosten für die Firmenunterhaltung. Ich denke also, das ist ein Zeichen der Zeit. Wir schaffen etwas Neues, etwas Historisches, noch nicht Dagewesenes. Empfänger des neuen Triebzugs ist die Berliner Niederbahnehmer Eisenbahn, NEB. Der Zug soll die Verbindung Berlin-Kostschyn-Gorzów bedienen. Ja, die Hoffnung haben wir natürlich auch. Man muss immer davon ausgehen, wir werden Fahrzeuge erst kennenlernen. Wir haben eine technische Unterstützung von PESA und es wird hier und da auch mal haken. Das ist ganz normal. Aber ich hoffe wie Sie, dass es zum Wohle der Fahrgäste mit hoher Stabilität die Fahrzeuge unterwegs sind und den Anforderungen gerecht werden und den Erwartungen, die wir alle gemeinsam in die Fahrzeuge setzen. Was auch notwendig ist, damit das Fahrzeug sich auf dem Markt hier in Deutschland auch behauptet, durchaus im Interesse PESAs. Wir sind jetzt die Ersten, die DB kriegt dann ihre Fahrzeuge und das entscheidet natürlich auch mit, ob noch mehr von diesen Fahrzeugen in Deutschland im Einsatz kommen werden. Eine hohe Anzahl von Gästen aus Politik, der Bahnbranche und der Medien zeigte, das Erscheinen des ersten in Polen gebauten Zugs in Deutschland ist ein wichtiges Ereignis, nicht nur für den Hersteller und seinen Kunden. Bislang exportierten wir nach Deutschland nur unsere besten Fußballer, Lewandowski, Podolski oder Klose. Heute aber haben wir begonnen, hochgradig verarbeitete, technisch fortgeschrittene Produkte zu exportieren. Der Vertrag über die Lieferung von 7 zweiteiligen und 2 dreiteiligen Linkzügen wurde 2013 auf der Eisenbahnmesse Traku in Gdańsk geschlossen. Das polnische Angebot war überzeugender als solche großer westlicher Potentaten. Ich bekam Glückwünsche von Bombardier, freundliche Worte von Siemens. Also sie verhalten sich sehr edel. Ich habe große Wertschätzung für diese großen Firmen. Das sind mächtige, gute, kluge Firmen. Das ist schön, dass sie uns jetzt beachten, dass sich ein Verhältnis gegenseitiger Wertschätzung aufbaut. Die Wojewodschaft Lubuskie kaufte in Bydgoszcz 4 Züge vom Typ Link, die ebenfalls auf der Strecke Gorzów-Berlin-Gorzów verkehren sollen. Nicht ausgeschlossen also, dass in Zukunft auch solche Fahrpläne entstehen, die weiterreichen, zum Beispiel bis Piwa, Bydgoszcz oder Torun. Der Linkzug ist ein interessantes Produkt der polnischen Bahnindustrie. Wollen wir hoffen, dass immer mehr Züge made in Poland auf Deutschlands Bahngleisen auftauchen. Hermann Schmidt, Dorfkollevision.